Willkommen zurück bei Life is Hügel in der Alpha-Version. Nächste Folge. Wir können endlich unser Fischerhütchen hier bauen. Ich habe auch schon das setzen können. Gott sei Dank. Ich glaube, ich wäre sonst verrückt geworden. Das wollte ich schon in der dritten Folge. So. 10 Loks brauchen wir dafür. 20 Bretter. Das ist egal, ob es vom weiches Holz oder hartes Holz ist. Die anderen beiden sind gerade überall unterwegs. Der eine holt, glaube ich, noch Lehm. Der andere macht was gerade? Ich versuche, Bäume zu finden, an denen ich Farming üben kann, damit ich endlich selber Apfelbäume anpflanzen kann. Oh, das hört sich gut an. Na, leider ist es nicht ganz so einfach. Baum finden, der auch Äpfel trägt. Weil ich gerade von einem Wildschwein angegriffen wurde. Die Arena ist irgendwie blockiert. Jetzt bin ich irgendwie verwirrt. Ich kann das Haus doch nicht bauen. Area meinst du bestimmt? Die Area, ja. Arena. Hey, auf Deutsch steht das da. Area. Naja, gut. Ich hab Mist gebaut. Was hast du denn gemacht? Ja, anscheinend nicht das, was der wollte. Ich muss das Haus, das Ding doch gerade bauen. Das heißt, ich muss da erstmal wieder alles rausholen. Das ist jetzt doof. Ja. Sieht ja schon super aus, das was. Das ist echt doof. Oh, zu schwer. Das heißt, ich muss das teilen. So, schmeißen wir das hier in eine Tasche. Einfach mit Drop. Dann öffnen. Teil bauen konnte ich aber, also setzen konnte ich, aber jetzt bauen kann ich nicht. Das ist unfair. Ja, die Loks da jetzt rauskriegen, das dauert ein bisschen. Das ist jetzt doof. Ärgerlich. So. Weil die kann jemand immer nur 2 Stück rausnehmen und ich habe da, glaube ich, 10 Stück drin. Ja. Das ist doof. Naja. Wissen wir schon mal fürs nächste Mal. Man muss sich wirklich an die begradete Fläche halten. Ich dachte, vielleicht geht's auch ohne. Schade. Ball vom Wunsch stehen. So. Nachrichten, ich habe die 60 Farming erreicht. Cool. Könnt ihr euch schon mal überlegen, wo ich die Apfelbäume pflanzen soll? Da, wo Platz ist? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Du bist der Apfelbauer. So. Noch einmal hin und her laufen, dann können wir das auch wieder vernünftig neu setzen. Ich hoffe, das klappt. Ich habe doch so viel hier schon dran gearbeitet, Mensch. Muss doch irgendwie funktionieren. So, das wollen wir nicht. Dann das wieder abreißen. Es ist auch schon immer noch Nacht hier, aber immer noch recht hell, muss ich sagen. Das finde ich schon ganz gut. Na, reiß das Ding ab, geht doch. Dann eine Fläche auswählen. Create. Dann die Hütte wieder. Aber auch nicht eben. Diese eine Fläche fehlt hier wohl, oder? Alle anderen passen. Okay. Da muss ich. Gut, nochmal cancel. Gucken wir mit Terraforming uns das mal an. Jo, die Fläche muss gemacht werden. Gut. Mal sehen, ob es auch gleich beim ersten Mal funktioniert.
wäre ja schön. So. Ja, es hat funktioniert. Wunderbar. Dann werde ich jetzt das Haus bauen. Hoffe ich. Denke. Sollte ja mal funktionieren. Ja, also das einmal so. So. Also grüner geht's nicht, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite der Eingang ist. Ich muss das nochmal abbrechen. Ah. Stell mich dann schon mal rein, ne? Ja, mach das. Siehst du, der Eingang ist auf der falschen Seite. Einmal drehen und dann wieder zurechtdrücken. Sollte ja funktionieren. So, einmal hoch. So. So. Funktioniert. Geh mal weg, bevor das noch wegen dir fehlschlägt. Ich will das jetzt endlich bauen. Jetzt heißt es da alles wieder reinschmeißen. Ah, Mensch. Ja, das machst du auch mit Absicht. Ich bin schon weg. Ja, ja. So, das gehen wir jetzt mal da. Bin gespannt, was man als nächstes bauen kann. Aber ich denke, erstmal kommen dann die Angeln und dann wird erstmal schön gefischt. Heißt das, die ganze Apfelversorgung, die ich hier unternehme, ist... Nein. Nein, 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 nein. Man kann sich nicht nur von Fisch... 200. Wow. Das ist viel. Aber man hat ja auch einen relativ hohen Verbrauch, von daher, denke ich, war die schon wieder irgendwie weg. Ja. Eigentlich darum, Farming zu skillen, damit ich auch Hacke benutzen kann, dann war mal was anpflanzen. Ah, okay. Äpfeln ernähren müssen. Ja, und von Fisch. Ich bin echt gespannt, wie das mit dem Fisch läuft. Ach ja, ich brauche noch Händle und dann dieses Eisenzeugs, ja. Mine wäre nicht schlecht. Das muss ich, glaube ich, als nächstes in Angriff nehmen. Sobald ich das Haus hier habe, dann geht es dann doch nicht erst zum Fischen. Eher dann zum Feierabend hin. Ich will fischen. So, ups. So, noch die anderen 10 Bretter. Dann haben wir es auch schon drin, dann können wir es fertigstellen. Weil bauen konnten wir ja jetzt. So. Hat man das letzte rausgenommen, verschwindet auch der Sack wieder. Das ist das Gute. So hat man nicht überall nur leere Säcke rumliegen. Die Wolken sehen auch richtig fast schon echt aus, ne? Mhm. Richtig cool. Der Himmel ist echt nicht schlecht. Ja, wie der sich langsam so bewegt, ist auch echt cool. Jo, Schritte. Oh, die Hütte ist fertig. Ja, ich sehe jemanden, ich hoffe, du bist das. Die Hütte ist fertig. Oh, hier so. Komm, erst mal gucken. Okay. Ja, die ist toll. Habe ich die richtige Wahl getroffen für vorne hier. Das sieht aber aus wie eine Fischhütte. Ja, finde ich auch. So, dann gucken wir mal, was brauchen wir für eine Angel. Ja, stellen wir gleich mal zwei her. Schmeißen wir dann vorne, vor der Hütte hin. Kann man auch schon eine Tasche reinschmeißen? Ja, könnt ihr euch machen. Geht's rein? Hier vorne. Ja, ich dachte so zu der Seite hin, wo auch die Mine und alles ist. Und nicht zum Wald hin. So. Schmeißen wir hier vorne die Tasche hin. Mit den Angeln.
Kann man das einfach so hinschmeißen? Ja, kann man. Wunderbar. Ich hab mal einen Beutel mit 220 Äpfeln innen drin. Oh, das ist klasse. Gut, dann. Oh, das ist aber schwitz. Oh, diese kleinen Pixel hier. Das ist so echt eine kleine Angel. Die zu greifen ist gar nicht mehr so einfach. So, dann reißen wir das Lagerfeuer wieder ab. Und setzen das jetzt vors Haus. Kann man das abreißen? Die Lagerfeuer kann man leider nicht abreißen. Reparieren kann man es auch nicht. Naja, dann setzen wir hier nochmal ein Lagerfeuer hin, weil es so schön ist. So schön hier vor. Bänke und sowas kann man ja dann auch noch hier hinsetzen. Deswegen setze ich das mal hier mittig. Genau, Bänke hier noch hin, dann wäre das richtig schön hier. Ich kümmere mich drum. Muss ja jetzt noch nicht sein. Muss noch nicht sein. Wir haben es ja nicht so eilig. Erstmal die grundlegenden Dinge, dass wir Eisen und so weiter finden und abbauen. Sonst bleibt einiges wieder auf der Strecke. Wie uns der erste Baum ist gepflanzt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Dauert natürlich eine Weile, bis die groß genug sind, dass man den ernten kann, aber wir haben ja erstmal 200 Äpfel. Ja, gut versorgt, würde ich sagen. Zack, Licht ist an. Feuer. Hula, hula, hula. Kennt einer ein Lagerfeuerlied oder so? Hula, ja. Okay, das lassen wir lieber. Ich glaube, das war ein Nein. Ich keine Hose. Ja, das Feuer habt ihr ja gesehen und es ist auch wieder aus. Das waren die 25 Barks waren das. 25 Stück. Die waren jetzt für ein paar Minuten, also ein paar Sekunden waren das ja nur. Zack, Riesenfeuer, weg war's. Ja. Irgendwie schade. Allein. Ja, allein das Anmachen waren, glaube ich, 8 Barks. Und dann macht's Brutzel, Brutzel und weg war's. Und 50 Sachen kann man nur reintun. Naja, gut. Braucht ihr noch ein bisschen Clay oder irgendwas anderes? Eine Mine? Ich guck mal, ob ich schon dran bin. So. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben eine Hütte, wir haben ein schönes Lagerfeuer. Da haben wir ein Lagerfeuer, damit wir es wiederfinden hier, das alles. Unsere Kochstelle. Unsere Weiterverarbeitung von unserem, was wir gemint haben. Lehm haben wir. Ich glaube, ich mache mich dran, ein paar Pflanzen zu holen. Allerdings muss ich irgendwie da noch durchsteigen, weil ich habe zwar jetzt eine Sichel. Da. Aber man muss das eine noch skillen, um so eine kleine, warte, muss man nochmal auf C drücken, damit man das genau sieht, diese Pflanzen hier abbauen zu können irgendwann. Toto. Erstmal werden wir hier in den Rucksack wieder die Sachen zurückpacken. Was die anderen auch brauchen und so weiter. Das sind zwar nicht viele Sachen, aber besser als nichts. So. Wenn wir mal gucken. Was erzählt er uns denn? Wir sollten das doch genau. Das soll man angeblich abernten können mit einer Sichel. Der Skill. Das ist auch mit Heilen und so, mit Alchemie, Heilen und so weiter hier. 81 haben wir da schon, also sollte es möglich sein, das machen zu können.
Mushrooms. Was ist denn kochen? Herbst ist. Ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Einzig ist der erste Weg zur Besserung. wenn ich hier auf den Boden drücke und sage, mach mal einen Tunnel, dann tut er keine Erde produzieren. Ja, wie gesagt, ich glaube, du musst an dieses kurze Stück vor dir. Ja, das habe ich probiert, aber wenn ich das jetzt durchziehe, dann habe ich ja erstmal 10 von diesen Slots, die sich erstmal irgendwie unter der Erde bringen. Ja, es dauert, bis du richtig graben kannst. Ja. Ich hätte einen anderen Angriff. Ich glaube, so 7 oder 8 Apfelbäume habe ich jetzt gepflanzt. Alles hilft erstmal. Leider sagen, dass ich keine Ahnung habe, wie ich hier. Mensch, das ist schon zu lange her, ehrlich. Wird auf jeden Fall schon tiefer. Ein bisschen. Machen wir erstmal Naturlore auf 100. Das geht ganz schnell mit dem einen. Dann gucken wir nochmal. Aber irgendwie muss das ja zu machen sein. Weil Sichel haben wir, die man dafür braucht. Pflanzen, die sieht man hier auftauchen und so. Die suche ich ja gerade. Muss ich das an irgendeinem Baum oder so machen? Mann, das ist echt schon zu lange her. Muss ich mich mal irgendwann wieder drüber erkundigen. Muss ich jetzt erstmal was anderes machen. Gucken wir erstmal, was der hier für eine Mine macht. Ah, ja. Schön. Ja, sieht noch aus wie eine Landebahn, aber wird schon. Ja, aber wie schon. Ist das eine Angel, die du da auf dem Rücken hast? Ja, will man meinen, oder? Ganz schön großes Ding. Ja. Nicht schlecht. So, wo hast du die Erde denn geschüttet? Einfach nach hinten weg. Okay. Wie ein Hund beim Buddeln. Wie zum Hänger finde ich denn Mushrooms und so? Also die Pilze und sowas alles zum Essen? Ich glaube, dafür muss er in den Wald gehen. Also auf Waldboden suchen. Ah, stimmt, da war irgendwas. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht hier einem Wildschwein begegnen oder so. Da sieh ich schon, ja. Genau, nach Bären suchen. Hervorragend. Mensch, allein wäre ich jetzt aufgeschmissen. Da müsste ich erstmal jetzt im Internet gucken. Dann sammeln wir mal direkt ein paar davon. Damit wir so 30 oder so an Gartenskill haben. Und jetzt haben wir zum Beispiel nichts gefunden. Aber man hört ein bisschen auch die Vögel noch. Aber es ist voll schön mit der Landschaft, so die Berge und alles. Hätte gerne Schuhe. Schuhe? Pilz gefunden. Oh mein Gott. Und Bären. Irgendwie Angst, dass auf einmal neben mir ein Wildschwein oder sowas auftaucht. Das wäre sehr uncool.
Ja, ich bin dafür, ist es schön. So, 11 habe ich erst. Das dauert doch ein bisschen länger als gedacht. Mal ein bisschen sortieren hier, nicht, dass ich dann alles so viel einzelnes Zeugs drin habe. Das wäre ja doof. Weiß einer von euch noch, wie man diesen Karren produzieren konnte? Den Karren? Ich glaube, ein Carpenter oder irgendeiner, der konnte das doch machen. Ich glaube, der Konstrukteur konnte das. Glaube ich auch eher. Ich meine nämlich, du hättest den gebaut. Ja, ich meine auch. Okay. Komisch, komisch. Naja. Aber irgendwann sollte auch langsam mal wieder Tag werden, finde ich. Es wird mal Zeit. Sonne, Mond und Sterne. La 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 la. Jo. Sind alle hier fleißig am Arbeiten und es ruckelt ein bisschen? Ich weiß nicht. Na komm, 22 habe ich schon. 30, denn mindestens. Guck mal, war doch 30, ne? Ja. Genau. Oh, ich glaube, mein Headset muss angestöpselt werden. Es hat gerade gepiept. Vielleicht eine gute Stelle, um Pause zu machen. Oh ja, ein paar Sekündchen können wir noch. Und es ruckelt. Das ist unfair. Na gut, dann machen wir hier immer Pause. Und würde sagen, dann bis später. Bei der nächsten Folge. Likes und Kommentare sind natürlich herzlich willkommen. Macht's gut. Ciao.